Wie würdest du einem Blinden dein Äußeres beschreiben? Ich bin eine Frau mittleren Alters, in den 40ern. Ich habe meistens glatte, längere, braune Haare, die sich kräuseln, wenn ich in den Regen komme oder im Sommer, wenn ich schwimmen war. Dann habe ich Locken und ich bin ein sogenannter Sitzzwerg. Das heißt, der Nachteil ist, wenn ich am Tisch sitze, dann habe ich das Gefühl, ich komme kaum über die Tischkante. Und komme mir so ein bisschen vor wie ein Kind. Aber der Vorteil ist, dass ich lange Beine habe. Und was ich nämlich sehr gerne mache, ist schnell laufen und große Schritte machen. Was war deine letzte Notlüge? Ich mache das eigentlich gar nicht so oft, weil ich gemerkt habe, man fährt am besten, wenn man einfach die Wahrheit sagt. Aber ab und zu sage ich, ja, passiert mir natürlich auch. Und zum Beispiel, wenn ich jemanden nicht wiedererkenne, dann sage ich, ach, hab dich gar nicht erkannt. Ich glaube, ich brauche eine Brille. Blöd, jetzt habe ich es verraten. Was würdest du deinem 13-jährigen Ich mit auf den Weg geben? Das ist echt eine gute Frage. Hinterher ist man ja immer schlauer, aber so schlecht war es eigentlich auch gar nicht. Ich glaube, ich würde mir mit 13 raten, mich noch unabhängiger zu machen von der Meinung anderer. Das gilt ja immer, aber da ist man, glaube ich, besonders anfällig und mir hat das sehr zu schaffen gemacht damals. Also einfach so ein bisschen weniger auf die Meinung anderer geben. Wie sieht dein perfektes erstes Date aus? Ich finde ja, je individueller das ist, desto besser. Also so ein romantisches Candlelight-Dinner finde ich gar nicht so spannend. Vor allem ist das ja auch, dann sitzt man da am Tisch und kommt da gar nicht weg und muss immer reden. Schöner ist eigentlich, wenn man vielleicht was unternimmt zusammen oder der Schwarm entführt einen auf einen Ausflug oder zu einer Sternwarte oder irgendwas und dann passieren da vielleicht ganz andere Dinge. Welchen Job hättest du gewählt, wenn du nicht Schauspielerin geworden wärst? Ich habe tatsächlich, glaube ich, schon mit 7 oder so in mein Tagebuch geschrieben, dass ich Tanzschauspielerin werden möchte. Und ich habe ja dann auch Schauspiel, Tanz, Gesang studiert. Deswegen mache ich genau das, was ich liebe und was ich machen will. Und zum Glück kann ich es ja auch machen. Ich kann mir kaum was anderes vorstellen, aber wenn es denn so wäre, vielleicht etwas Handwerkliches. Wir haben ja unser Stadthaus ziemlich lange umgebaut und da auch den einen oder anderen Handgriff selber mit angelegt. Das hat mir gut gefallen. Also vielleicht Elektrikerin, Parkettlegerin. Wovor hast du Angst? Ich gehe tatsächlich sehr ungern in der Dunkelheit durch einen Park oder durch einen Wald nach wie vor, aber das ist nicht so schlimm wie die Dummheit. Also ich habe momentan auch besonders wirklich Angst vor der Dummheit der Menschen und der Rücksichtslosigkeit, wenn Menschen Argumenten nicht mehr aufgeschlossen sind gegenüber. Worüber bist du dankbar? Ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich diesen Beruf machen kann. Das ist nämlich nicht so einfach, also dass ich auch die Möglichkeiten bekommen habe, das alles so machen zu können und durchzuhalten. Man selber kann ganz viel dafür tun, muss ganz viel dafür tun, aber man muss auch die Chancen bekommen. Die habe ich bekommen und habe sie dann auch nutzen können und da bin ich sehr dankbar. Und dass ich so eine tolle Familie habe, dass ich wenig sehr gute Freunde, Freundinnen habe und dass ich diesen wunderbaren Mann gefunden habe, der mich liebt. Und worauf bist du stolz? Mit dem Stolzsein ist das so eine Sache. Ich kann eigentlich gar nicht so wahnsinnig stolz auf die Dinge sein, die mich betreffen, weil, wie gesagt, da muss man auch die Möglichkeiten bekommen. Aber ich finde es ganz gut, dass ich immer durchgehalten habe, auch wenn es schwierig war und dass ich auch gerade in diesen kritischen Situationen eigentlich immer ziemlich positiv bin und gucke, okay, was kann ich wirklich tun und wie komme ich da weiter. Ich kann aber auch genießen, wenn es toll ist. Und ich bin sogar, lustigerweise, da ist noch weniger angebracht, stolz zu sein, zum Beispiel stolz auf meine Schwestern oder meinen Mann, wenn der wieder so ein tolles Stück geschrieben hat, ein tolles Musical oder so. Wenn du einen Tag lang ein Mann sein könntest, was würdest du machen? Ich glaube, ich würde ganz viel unter Menschen gehen, um zu gucken, ist das anders? Also reagieren die anders auf mich, wenn ich, also auf einen Mann? Das würde sowohl Fremde betreffen, als auch
Bekannte, also Leute, die ich kenne oder die mich sogar auch gut kennen und dann gucken, ist da ein Unterschied für mich oder für die anderen. Und was würde auf deinem Grabstein stehen? Oh, ja, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt einen Grabstein haben möchte. Vielleicht ist es schöner irgendwo in den schottischen Highlands auf einem alten Friedhof oder keine Ahnung, unter einem Baum. Aber falls es einen Grabstein gäbe, würde ich, glaube ich, mein Motto, wenn man das so bezeichnen möchte, wählen. Panta re, alles fließt, das finde ich irgendwie tröstend. Es geht immer weiter.